am Start. KingTech Luxemburg und Modellbau Bruckmann. Über den Gernot Bruckmann noch was zu verlieren, ist wie Wasser ins Schwimmbad bringen. Er ist einer der besten Modellflieger, die wir weltweit haben. Und zwar fängt es an vom Indoor-Fliegen bis zum Seglerschlepp, bis zum F3A Kunstflug, bis zum Jet. Er entwickelt, er baut, er fliegt. Es ist ein Allround-Talent. Das ist eine extrem nette Truppe und die kommen beide mit dem sogenannten James Bond Jet. Josef, was ist der James Bond Jet? BD5J. Ja, und da haben die beiden, der Hannes und der Gernot, ein tolles Flugzeug gebaut. Für Modellbau Bruckmann im Maßstab 1:1,5. Also nicht 1:5, 1:1,5. Also man sieht daran, dieses Flugzeug im Original war nicht sehr groß. Und man hat das ja im James-Bond-Film auch gesehen. Das ergibt jetzt aber ein Modellflugzeug mit einer Spannweite von 3,46 Meter, 2,60 Meter lang. Und das Erstaunliche, was den Jungs gelungen ist, das Ganze noch unter der Zulassung hinzubekommen. Die Maschine hat ein Abfluggewicht von 24,8 Kilo. Jetzt genießen wir den Flug, diese außergewöhnlichen Jetmodelle, dieses gedrungene Etwas und stellen uns jetzt vor, wir haben jetzt eine Halle hier, das Tor wird zugefahren und im Messerflug kommt er dann noch durchgekachelt, wie im Film. Es gibt da einen sehr schönen Bericht in der Fachzeitschrift über die Entwicklung und das Fliegen dieser beiden Prototypen. Und da kann man schon jetzt gut sehen, wie sauber die beiden dieses Flugzeug beherrschen. Ja, ladies and gentlemen, in the air we have Gernot Bruckmann and his colleague Hannes. That's Hannes Lutzenberger, and both are flying the so-called James Bond jet, and it's an impressive scale of 1:1.5. So it's not 1:5, it's 1:1.5, which results in a wingspan of 3.46 meters with a length of just 2.60 meters, and they stayed below the magic number of 25 kilos. So both jets have 24.8 kilos fully fueled. And the kit is available from 5,000 euros on. Gernot is producing this fabulous kit. And it's the replica of, or it's a scale model of this James Bond. I don't even remember which movie it was. It was Roger Moore basically flying through a hangar in a knife edge flight while these two aircraft are doing a nice and slow aileron roll along the runway. And it's a fabulous design. And as I said, Hannes and Gernot are two absolute great pilots, performing really very, very good in the formation here. Now they come in a so-called mirror formation. Ja, Josef, jetzt kommen sie in der Spiegelformation, und zwar einer auf dem Rücken, einer Normalflug von rechts nach links. Und das würde ich mal sagen, das ist nochmal ein riesen extra Beifall wert. Definitiv schön langsam jetzt über den Platz. Wow. Das ist nicht nur eine Spiegelformation, das ist ein Spiegeleierflug. Jetzt geht es in die Linkskurve, jetzt nochmal über den Platz. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, das ist der schöne, weiche Flugstil. Nicht immer alles mit Vollgas, sondern so kommen die Modelle zur Geltung. So hat eigentlich jeder Zuschauer auch ein bisschen länger was von dem Modell, als wenn die hier mit 300 Sachen über den Platz heißen. Ich denke, da müssen wir nochmal ganz riesig klatschen für die beiden. Angetrieben werden die beiden Jetmodelle von zwei Turbinen der Firma Jet Italia, 220 Lion, also ca. 22 Kilo Schub für diese unter 25 Kilo schweren Maschinen. Und das machen die richtig klasse und das passt. Man muss das ja immer zum Original sehen. Ne? Wenn man da zu schnell unterwegs ist, jetzt wunderschön in Fassrolle die erste Maschine umflogen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenapplaus wert hier, was der Hannes und der Gernot hier uns zeigen. Toll,
Performance hier. Ganz klasse gemacht. Made in Austria. Also nicht Australien, Österreich. Übrigens, gestern Abend war es ein ganz toller Abend. Und ich freue mich, so viele Kollegen, so viele Flieger und Fliegerinnen hier heute Morgen schon wieder an der Flightline zu sehen. Es war einfach nur schön. Die Los Rojos haben wieder alles gegeben. Und die Blue Velvet waren auch wieder klasse und die Stimmung war gut. Ein schöner Abend und deswegen haben wir auch so gutes Wetter heute Morgen. Perfekt. It's I'm doesn't happen very often, but I'm really running out of words here. It's just absolutely amazing how beautiful those two models are presented by Hannes and Gernot. Now they are extending the landing gear, and actually, if you have a look into this model, now you see they even got this large flaps and full of the original landing gear, and they even got the right pilots in there. So that means in Hannes' model plane, it's a 1:1.5 scale reduction of Hannes sitting there, and the other one is Gernot. So even the cockpit with the two pilots is absolutely awesome. And coming in for the landing, it can't get any better. Absolutely amazing. Wow! Ja, das war doch mal eine Präsentation. Exzellent. Spitzenklasse. Ja, und wenn man sich dann noch so 3D selbst im Kopf gibt.